Hallo, liebe Freunde des feinen Horrors. Willkommen zurück hier bei einer neuen Folge von Moons of Madness. Wir sind ja in der letzten Folge hier in den Außenbereich rausgegangen und sollen jetzt hier mit diesem Gefährt offensichtlich Solarpanels ausrichten fahren. Dann machen wir das doch mal. Ah, hier gibt es auch Sauerstoff. Gut. Wie viel Luft habe ich denn noch? 89. Ah, geh mal hier rein. Mach mal zu. Das Sauerstoffniveau, das fällt aber rapide hier. Schnaufe ich so viel oder ist mein Tank so klein? Okay. So. Muss ich das jetzt fahren? Wo muss ich denn überhaupt hin? Keine Ahnung. Schiene starten. So. Achso, das fährt von alleine. Akku, okay, gut. Ich habe schon gedacht, ich müsste mich jetzt hier irgendwie zurechtfinden. Aber wenn das alleine fährt, habe ich auch nichts dagegen. Just when my migraine was starting to clear up. I'm actually glad to have the Sirena landing today. Some fresh faces, and supplies, and distractions. Everyone's so on edge lately. I don't know, maybe I'm just imagining it. These dreams are starting to get to me. Yeah, you're not the only one having strange dreams there, Ace. You too? Oh yeah. I mean, put yourself in my shoes. You log out after your shift, eat some rehydrated meatloaf, and bunk down for the night. But the second you fall asleep, it feels like you're back at your desk and you hear the static again. Calibrate, more static, calibrate, then something sounds different, it's a pattern, you start decoding it, it's gibberish, but the static keeps talking. It wants you to hear the symbols. Der labert mich hier voll. Aber anscheinend habe nicht nur ich hier Albträume, sondern die anderen irgendwie auch. Und der labert immer noch. Feels like I haven't slept at all. All right. I showed you mine, now lay it on me. Dreams, nightmares, fantasies, your deepest, darkest fears. Let's hear it. Sorry, I just pulled up to the office. Okay. I'll have to get back to you on all that. Eh, suit yourself. The anticipation is killing me. Ich habe immer noch 100% Sauerstoff. Gut. Oh, dann gehe ich da mal raus. Gibt es hier eigentlich noch was zu mitnehmen? Hm. Kannst du zwar aufmachen, aber nichts rausholen, okay. Hm. Da noch? Nee, okay. Ups. Luft füllen brauche ich jetzt nicht. Ich habe ja noch 100%. Wie komme ich jetzt hier raus? Ja. Energieversorgung wiederherstellen. Gut. Someone must have borrowed a power cell. Declan, I'm heading up to the perilous rocky pathway. Power cell for the elevator is missing. Have fun. Oh, hey, just got an update from Commander Wilcox. Landing site preparations are underway. Also, she told me to clean up my shit at the comms tower. Okay. She didn't want to scare off the new recruits. I like Josie. Dann gehe ich hier mal, ich hoffe, das ist der richtige Weg. Hier mal da hoch. Ah ja, doch, sieht so aus. Offensichtlich hätte ich da einen Aufzug, wenn der funktionieren würde, tut er aber nicht. Und hier sind Lampen, aber für die ist noch Energie da. Das ist jetzt okay. Unlogisch, aber nach Logik fragt man ja in Videospielen nicht. Da, Energiezelle einsetzen. Habe ich keine. Habe ich nicht. So, muss ich jetzt hin? Da weiter wahrscheinlich? Oder hier rauf? Kann ich hier irgendwie? Ah, hier kann ich hoch. Klettern. Aha.
dann. Ein Gerät. Keine Energie. Gut. The solar panels are definitely desynchronized. I'll have to connect with my biogauge to rotate them. If I'm quick, there may still be enough hours of daylight to recharge the overnight batteries. Whoa, Declan, a whole section of the scaffolding here has collapsed. Oh, it was the witch! Or we had a minor quake recently. So, die soll jetzt irgendwie ausrichten. Wie? Aha, hier kann ich irgendwie drehen. Also nicht, dass ich wüsste, was ich hier jetzt zu tun habe. Ich versuche jetzt hier einfach ein bisschen rumzurudern und hoffe mal, dass die Energie steigt. Jetzt fällt sie wieder. Niedrig. 85, 86, 87. Optimal. Okay. Okay. Ups. Sehe ich irgendwie, dass die ausgerichtet sind? Achso, die sind jetzt grün hier. Und die sind jetzt noch rot. Ach, und ich muss drei Stück ausrichten. Okay, gut. Dann machen wir das doch mal. Ah, hier mal ein Luftdings. Dann fülle ich gleich mal wieder meine Luft auf. Ich bin immer so paranoid bei solchen Sachen. Offensichtlich überfällt mich jetzt hier draußen nichts, hoffe ich. Bis ich hier das wiederhergestellt habe. Verbinden. Okay, dann ruder ich hier jetzt auch nochmal rum und guck mal. Na? Also, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ich drehe jetzt nur. Und hoffe, dass das Energieniveau steigt. Okay, das sollte reichen. That should do it. Hi Shane. I made a biogauge program so that you can see when Phobos is passing overhead. It circles Mars 3 times a day, you know, and it is required that everyone downloads this program. I've already added it to your OS to ensure that you don't forget. Thanks. You're welcome. I think it'll really help with morale. Da brauche ich jetzt eine Energiezelle oder was? Kann ich das verbinden? Achso, da brauche ich einen Strom. Finde ich den Strom? So eine Energiezelle. Puh, vielleicht hier drin? Let me see. Nö. Nichts dergleichen. Ach komm, ich fang nochmal Luft. Sicher ist sicher. Muss ich jetzt da runter?
keine Ahnung. Ich gehe jetzt mal da runter. Keine Ahnung. Ansonsten muss ich hier diese ganzen Container hier abklappern, aber die hatten ja nicht unbedingt irgendwelche Türen offen stehen. Ah, da kommt ein Aufzug. Okay, so. War jetzt da runter? Kind of glad to get out of the base. Walk around. Yeah, it's nice to step outside. Breathe in that non-existent Martian air. Well, there's that. But I can move out here. I don't know. Die Forschungsanlage erkunden soll ich jetzt? Beautiful dead Martian swan. Like a dead Martian eagle. Thank you. Achso, die könnte ich jetzt mitnehmen, aber da funktioniert ja der Aufzug nicht mehr. Komme ich da so rauf? Nee. Nee, da, die muss ich drin lassen, sonst komme ich ja nicht zurück. Okay, gut, aber dann gehe ich jetzt mal hier hin. Wird gewechselt. Ach, da könnte ich jetzt meinen Helm ausziehen. Nee, mache ich nicht. Ich lasse das sicherheitshalber. Thought I saw someone. Don't see anyone now. Let's just get this done. Ah, meine Taschenlampe funktioniert noch, Gott sei Dank. Hier fehlt auch eine Energiezelle. Okay. Why is this locked? Why are the lights off? Die verriegelten Türen öffnen. Es geht doch wieder mit dem. Mal hier. Geologischer Bericht. Wir haben ein mögliches Wassereislager entdeckt. Okay. Keine Energie. Brauche wohl doch die Energiezelle da draußen, oder? Hätte ich sie doch mitnehmen sollen. Wo komme ich jetzt hier raus? Ah, da. Cooles Shot, by the way. Überhaupt, die Landschaft hier sieht ja ziemlich cool aus. Ziemlich realistisch, soweit ich den Mars beurteilen kann. Also gar nicht. So, dann gehen wir mal hier wieder zurück. Schalten die Energie ein. Nice, ist das kompliziert. Oh, wieder rein. Wieder Atmosphärenausgleich. Brauche ich eigentlich wieder Luft? Nee, im Moment noch nicht. So, wo hier war jetzt dieses Energieding? Da. Lucky I brought along a power cell. Gut. So, jetzt müsste ja der Rechner hier. Hey Declan, why don't you give me your password? I'm just gonna check out your browsing history. Hard pass. Shenyuhat-Log-Einträge. Solarzellen entwickeln sich zu einem Dauerproblem. Ja, das merke ich. Aha. Die zusätzlichen Außeneinsätze sind super, um den Kopf frei zu kriegen. Okay, Wasserflächen. Okay. Manuelle Kalibrierung gefällig. Anscheinend habe ich das schon öfter gemacht. Notiz für Shane. Did Lucas think I wouldn't notice something missing from my outpost? Lucas Van Buren, Employee of the Month. Okay. Und Tür entriegeln. Also ich überlasse das euch, das alles im Detail zu lesen.
Ah, eine Energiezelle. Und eine Dusche. Und eine Toilette. Operating Instructions. Liest da einer auf dem Klo. Gut, das Klo brauche ich jetzt nicht weiter inspizieren. Ich soll die mitnehmen? Gut, mache ich das doch. Achso, für den Lift brauche ich ja die wieder, genau. Ah, okay. So, Toiletten sind ja ganz beliebte Objekte hier in Videospielen. Muss ich Luft auffüllen? Mache ich sicherheitshalber mal. Man könnte ja ganze Artikel nur über Toiletten in Videospielen schreiben. Shane, what is the situation at the solar site? Panels are out of alignment again. Until the Cyrano gets here, I don't have the parts to test. Can't confirm the issue 100%. All right, just so you know, anything breaks around here and I've got four Orochi execs on my ass. If you want to explain to them why a multi-million dollar piece of equipment is being manually adjusted every day, be my guest. Ja, das wüsste ich auch gerne hier. Focus on that, not fucking filling out paperwork. Copy? Copy. Not your fault, but after the Cyrano lands, no excuses. Get it done. Over and out. Anscheinend bin ich hier der Depp vom Dienst, der immer zum Reparieren überall hingeschickt wird. Ah, mal ein bisschen schneller laufen hier. Keine Ahnung, ob ich da meinen Sauerstoff dann schneller verbrauche. Oder nicht. Okay, dann setzen wir die jetzt ein. Scannen. Binden und wieder lustiges Rumgeradel. Also ich weiß da gar nicht, was ich hier eigentlich Declan, ausrichte. Solar panels are now calibrated. Heading up the hill to the conduit. Uh-huh. Yeah, I mean, copy that. Ich glaube, die lasse ich besser hier drin, oder? Ich soll jetzt hier genau auf den Hügel verbinden. Achso, nee, da bin ich jetzt dann mit dem Ding da oben verbunden. Schnell nochmal Luft tanken. Achso, ich kann ja gucken, wo ich jetzt eine Stromleitung aktivieren, um die energieversorgende Basis wieder... Aber da stehen keine Details. Also ich nehme an, ich muss da oben rauf. Gut. Gehe ich jetzt mal hier oben rauf. Anscheinend haben die öfter Erdbeben hier, wenn ich mir das so anschaue. So. Jetzt müsste ja Energie da sein. Sicherung finden. Ah, hier. Gut. Ein Schalter. Oder ein Hebel. Looking good. Power should be back on.
zur Basis zurückkehren. Shane, I've got good news and bad news. Good news, I think we just found water on Mars. Bad news, it is spraying all over the greenhouse. Restoring power must have triggered the pumps, and I'm showing significant pressure loss across the system. Can't be cut off remotely? Nope. Sorry, cowboy. This is a job that requires your hands-on expertise. All right. Heading back now. Ich werde hier von einer Katastrophe zur anderen geschickt. Spraying all over my greenhouse. I would not expect this from a new heart. Can't you just turn it off? I do not have time for this. You will fix this. Jeez. Who's shitting her cereal? Boah. Wie sind die denn alle drauf hier? Keiner hat Zeit für irgendwas und ich bin hier der Depp, oder was? Okay. So. Also, ich muss die Tür schließen. Hey. Tür schließen. Gut, dann fahre ich doch mal zurück. Ich hoffe, das Ding fährt wieder von alleine. Es wird dunkler, oder? Geht da jetzt die Sonne unter, oder wie, oder was? Keine Ahnung. Hallo, Spiel. Es lädt sich tot hier. Hallo. Ah, okay. Hey, still fighting that headache? Yeah, I still can't shake that dream. Part of it was a memory from when I was a kid. Weird. It was the last birthday party my mom was around for. She left not long after that. Do you? What happened to her? Not really. It was big news when she disappeared. She was a big shot theoretical mathematician. Oh yeah. Everyone knows Dr. Newhart. I mean, I had to read Engineering Dimensions in grad school. All I know is the day after my birthday, I head downstairs for breakfast and I couldn't find her. The basement door was wide open. It was the only place she could be, I thought. So I went down. There was a Well, she wasn't there. Or anywhere. We searched for years. Okay, also seine Mutter ist irgendwie verschwunden an seinem Geburtstag. Wieso habe ich jetzt nur noch 36% Sauerstoff? Das letzte Mal bin ich doch mit wow. Feels like I'm back in therapy. Mit 100% da rumgefahren. Hi. Muss jetzt hier hin, oder? Das erinnert mich so ein bisschen an Soma, wo man da auch irgendwie, nur dass es unter Wasser ist, also von einer Station zur anderen latschen muss. So, Home Sweet Home. Setze ich hier mal meinen Helm ab. What? Achso. Ich muss ja erst. Ach Gott. Ach, meine Güte. Ja. Ach Gott. Sorry, Shane. Okay. Mein Gott, mit den vielen Schleusen, da kann man ja auch mal was vergessen. Okay, gut. Überflutung im Gewächshaus. Gut. Das schauen wir uns aber in der nächsten Folge an und kümmern uns da um die Überflutung. Jetzt haben wir erstmal diese Solarpanel wieder ausgerichtet, dass wir wieder Strom haben. Und dann werden wir uns in der nächsten Folge da ins Gewächshaus begeben. Bis dahin, macht's gut und ciao.